Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Layer Saphir 2. So, wir kriechen da hindurch, stehen wieder auf. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Boah. Wie es auf einmal wieder voll leise ist. Aber ein bisschen Lärm wäre wirklich nicht schlecht, finde ich. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Gebrochen und verstümmelt. Irgendwie schaut der Knauf da voll komisch aus. So wie irgendein Gesicht oder so, oder? Okay, jetzt warte mal. So, so ein lochendes, also übertrieben lochendes Gesicht. Er hat halt nur ein Auge, aber. Oder? Naja. Ah, es juckt. Ah. Okay, ganz ruhig. Da ist nix. Gabel, das sind nicht alles Requisiten, schätze ich mal, was wir brauchen für einen Film. Ah ja. Tschüss. Komm schon, gib mir da das. Okay, jetzt wo wir ganz sicher wissen, dass wir nicht allein sind, da hätte ich da schon wieder irgendeine Waffe oder so mitnehmen. Soll ich jetzt einen Funkruf absetzen oder was ist denn jetzt los auf einmal? Red Hat. Ich hab einfach da drauf gedrückt, keine Ahnung. Scheiße, jetzt muss ich das da. Oder? Oh nein, ich bin nicht gut in sowas. Leute, nein. Also, das ist jetzt irgendwie der Hinweis sein. Okay, ich schätze mal, dass die Pfeile nicht wichtig sind. Die sind einfach nur die Richtung und sagen, wie es halt, also, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ich hab doch keine Ahnung. 4 1 2. Aber da, jetzt sind aber 2 oben, schaut mal. 2 und dann ist wieder 1 oben. Okay, ich schreibe auf 4, 2. Also unten ist immer das gleiche, 4 und 2. Und oben ist ja immer das gleiche.
Also wird das so, so warte mal, 4, 1, 2, 3. Na, ich glaube anders, warte mal, es fängt beim 1er an, glaube ich. Warte mal, 1, 4, 1, 4, 1, 2-mal, 2-mal. Ach, was, ich doch nicht, keine Ahnung. Okay, ja, es ist immer irgendwas mit lang und so. Okay, steht irgendwer hinter mir? Nein, das ist gut, komm ich raus. Ja, ich komm raus. Nee, jetzt mal, glaube ich, das Rätsel lösen. Sicher Rätsel. Scheiße. Oder es war kein Rätsel, sondern es war wirklich nur so Ablenkung oder so. Ich war so kurz an der Lösung, liebe Leute, ich schwör's euch. Mann, ich hätte sicher irgendein Collectible oder so gekriegt. Okay. Ja gut, irgendwie schon da. Hallo? Alle gingen gleich aus. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ob wir dort schon mal waren. Also ich geh da rein, gell? Drin, okay. Da kann man reinschauen. Okay, da kann ich wieder spülen. Welche Richtung? Gleiche Richtung. Hinter der Tür ist nix. Kann das Büdel? Ja, nice. Okay, sagt man scheint, wie das Schiff da baut von ist. Okay, das kann ich nicht dran. Schade. Ach, Schubladen. Ich liebe Schubladen aufmachen. Das ist ja dir! Geil! Was war das? Cool, wir haben einen Dia gefunden. Sagt man einen Dia? Ja, einen Dia-Film, oder? Da komm ich wieder raus. Hä? Moment! Was ist denn da jetzt auf einmal passiert? Ich liebe es! Jetzt komme ich da wieder raus, das ist so cool! Geil! Komm ich da jetzt wieder rein? Ach, schaut's, aber jetzt ist da von. Also, na, da bin ich.
Na, da bin ich. Der hat jetzt wirklich zu. Da kann ich auch was aufmachen. Boah, fast übersehen. Oh Gott. Eine unerreichte Meisterleistung. Gute Schauspielerei kann ein unheimliches Geschäft sein. Es braucht viel Mut, um das Bewusstsein über das eigene Selbst zu verlieren und eine Figur nicht nur nachzuspielen, sondern sich selbst wirklich in sie zu verwandeln. Nur wenige bringen so viel Mut auf. Und dennoch geschieht es ab und zu. Das kann ich nach meinem Besuch des Königlichen Theaters gestern Abend persönlich bezeugen. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich. Okay, warte mal. Ihr habt eigentlich gedacht, ihr habt den falschen Satz betont. Also, den Satz jetzt falsch betont? Ja. Gerade mit Lob um mich. Und bin alles andere als leicht zufriedenzustellen. Und dennoch muss ich zugeben, dass mich die Hauptfigur dieses Werks sprachlos gemacht hat. Die schauspielerische Leistung von Name war vollkommen unerschrocken und geradezu überwältigend. Es war, als ob ich... Okay, jetzt kommt Concentration. Es war, als ob sich die Person auf der Bühne vor meinen Augen auflöste und einen neuen Charakter ins Leben rief. Hey, ich glaube, dass das vorher nicht da war. Das da zum Aufmachen. Ich glaube, dass das erst jetzt da ist. Cool. Gefällt mir. Okay. Wir nähern uns der Tür. Mann, es war so klar, dass das passiert, aber mich schreckt es halt trotzdem jedes Mal. Ach so. Moment. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Tür... Oh, scheiße, gehen wieder beide Türen auf. Das gibt's doch nicht. Open up! Hat's einmal da in dem Poolauge, sieht man was und da drüben nicht. Ah, jetzt nimmer. Interessant, ich gehe da jetzt einfach rein. Ah! Oh Mann, es ist nur... Es lässt sich alles eigentlich sehr gut erklären, indem das Schiff halt schaukelt, ne? Wir sind da am Wasser und dann... Ja. Oh, eine Leinwand! Eine Leinwand. Okay, es ist sicher Andeutung an den ersten Teil. Nix! Nix! Wirklich? Oder habe ich was übersehen? Nee, ich glaube, das ist einfach nur so... So ein Ding halt, ne? So... Tschüss! Brief. Sehr geehrter Gast, tut mir leid, dass ich so direkt bin, aber als ich erfahren habe, dass wir auf demselben Schiff reisen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen.
Ich bewundere Ihr Talent. Ihre Auftritte erfüllen mich wie keine anderen. Es wäre stark untertrieben zu behaupten, Sie wären mein liebster Filmstar. Ich wünschte, wir könnten uns persönlich treffen. Wenn Sie jedoch nur dieses schlichte Stück Papier mit Ihrer Unterschrift segnen können, würde ich dies sehr schätzen. In jedem Fall bleibe ich auf ewig Ihre größte Bewunderin. Eine Frau. Boah. Alter. Boah. Schaut mal da vorne zu der Tür. Alter, ekelhaft, wie da eine Frau mit der Schotten. Hör auf damit. Das ist ja... Das ist ja gemein. Die geht auf. Die ist zugesperrt. Okay. Was ist denn da jetzt los? Wo kommt denn da jetzt der Rauch her, Herz auf? Was ist denn los, kleine Vase? Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Was quickly discovered one of his early dolls' house. Roll in. Purchase to blah blah blah. Habe ich eigentlich ein Journal oder so? Ich hab gar nichts, ne? Ah! Warte mal. Na, da war ich doch jetzt. Auf Tab. Okay, dann sieht man unten rechts, was ich im Inventar hab. Aber wo jetzt ernsthaft der Rauch herkommt, das würde mich schon interessieren. Da ist ja nur Tür. Abgeschlossen. Ich bin ja doch immer froh, wenn Türen abgeschlossen sind. Das Büdel ist eigentlich ja immer gleich, gell? Ah, okay, es ist sowas. Ah, jetzt steht das da drüben. So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? So wie die Büdel ausschauen, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Biografie, born in Manchester. Jetzt kann man da das andere lesen, ne? Vorher hat man da irgendwas lesen können, jetzt aber... Ich kann halt nicht ranzoomen oder so. Schwer zum Lesen.
Ja. Oh, da ist jetzt eine Maske, schaut's mal. I think it's all an act. Oh. Bäh, die möchte ich mir aber nicht aufsitzen. Okay, ich weiß jetzt, für was wir gespielt haben, für Phantom der Oper. Bin mir sehr sicher. Und es wird Zeit für eine Taschenlampe, glaube ich. Ein Brief von Icarus Transatlantik Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von dem Hollywood-Film gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Ich würde gerne den Namen erfahren. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Okay. Also, so. Ja, bist denn du deppert? Du geh doch nicht rein. Okay, dann mach mal Licht in der Darkness, bitte. Oh nein. Ah, kack mir an, das Schwein, das hilft's mir durch. Ach so. There's always a way. Through the darkness in the world. Ah, ich kann nicht hinschauen. Before the world told you who you should be, do you remember who you were? Oh. Erinnerst du dich, wer du warst? Alter! I will make you remember. Aber das war so lustig. Okay, es ist also ein Freund. Er hilft mir zu erinnern. Ich glaube, jetzt geht's los, Leute. Es geht los. So viele haben es versucht, Teil meines größten Werkes zu sein, als ob es je eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen.
eine wunderschöne Blume. Oh, tschüss. I believe in you. Da! Bist du doof oder was? Oh, schön. Aber was ist das? Das ist jetzt wieder so eine Kinderzeichnung eigentlich. Es sei denn, es ist wirklich, wer da überhaupt nicht zeichnen kann. Ein Zahlencode. Warum schaut es da jetzt so kacke schon wieder aus? Da ist was Rotes. Ah, das ist ein Sklander. Ein Brief. So komisch. Was machen da jetzt die Kinderzeichnungen? Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Mir hat jetzt überhaupt nicht geschreckt, ja. Und wo fliegst du hin? Hallo? Ja, ja. Okay, ich schau. Okay, es ist wirklich auch nur mehr das. Ist das dort Zeug? Nee. Okay. Okay. Oh, geil. 08. Due. Kann ich es mit den Pfeiltasten? Na. Das ist nicht so einfach. Yes. Ist so Handtaschen da vorne. Okay, Leute, ich mache jetzt eine Folgenpause. Meine nächsten Episode werden wir schauen, was sie in dieser. Ich glaube, es ist eine Handtasche, was sie in dieser Handtasche befindet. Wow. Was für ein Cliffhanger, muss ich schon sagen. Hey, wäre immer besser, oder? Tschüss!